Moin Leute und herzlich willkommen hier zu unserem neuen Wirtschaftstalk. Wir sprechen heute über das große Thema Ungleichheit und schauen uns dabei die Great Gatsby-Kurve an. Ja, was hast du zu der Great Gatsby-Kurve zu sagen? Ja, erstmal auch hallo. Die Great Gatsby-Kurve beschreibt den negativen Zusammenhang zwischen sozialer Mobilität und Einkommensungleichheit. Und wenn wir sie uns jetzt erstmal direkt ansehen, dann fällt auf, dass auf der X-Achse der Gini-Koeffizient der Einkommensungleichheit und auf der Y-Achse die intergenerationale Einkommenselastizität zu sehen ist. Also je höher der Wert der intergenerationalen Einkommenselastizität, desto geringer ist die soziale Mobilität. Also eine intergenerationale Einkommenselastizität von 0,5 bedeutet, dass das Einkommen des Vaters, wenn es doppelt so hoch wie der Durchschnitt ist, das Einkommen des Sohnes zu 50% vorausbestimmt. Das bedeutet, das Einkommen des Sohnes ist 50% höher als das des Durchschnitts. Und das Einkommen der Enkel ist dann 25% höher, das Einkommen der Urenkel 12,5% und immer so weiter. Also in Italien ist bei einem doppelt so hohen Einkommen des Vaters das Einkommen des Sohnes also 50% höher als der Durchschnitt. Das Einkommen des Vaters bestimmt das Einkommen des Sohnes also entsprechend dem Wert, der hier die intergenerationale Einkommenselastizität anzeigt. In Finnland ist die intergenerationale Einkommenselastizität wesentlich geringer, das heißt, die soziale Mobilität ist höher. Der Erfolg ist stärker von der eigenen Leistung abhängig. Ich hoffe, das haben jetzt alle so verstanden. Jetzt kommen wir zum Gini-Koeffizient der Einkommensungleichheit. Der Gini-Koeffizient beschreibt die Fläche zwischen der idealen 45-Grad-Lorenz-Kurve der absoluten Gleichverteilung und der realen Lorenz-Kurve, die man in der Volkswirtschaft beobachten kann. Das wäre jetzt etwas zu kompliziert, da auf die technischen Details der Lorenz-Kurve einzugehen. Was ihr euch nur merken müsst, ist, dass ein Gini-Koeffizient von 0 eine absolute Gleichverteilung bedeutet. Dann hat jeder in der gesamten Volkswirtschaft exakt das gleiche Einkommen. Ein Gini-Koeffizient von 1 oder von 100%, je nachdem, welches Maß man jetzt wählt, bedeutet eine absolute Ungleichverteilung. Einer hat alles Einkommen in der gesamten Bevölkerung. Weder ein Gini-Koeffizient von 0 noch einer von 1 kommen in der Realität vor. Die Einkommensungleichheit ist auch entsprechend dem Gini-Koeffizient in fast allen Volkswirtschaften geringer als die Vermögensungleichheit. Wir haben hier also das Ungleichheitsmaß gewählt, was eher geringere Ungleichheiten anzeigt. Der Gini-Koeffizient der Vermögensungleichheit ist regelmäßig höher als der der Einkommensungleichheit. So, aber jetzt wieder zur Great Gatsby-Kurve. Was zeigt diese uns nun genau an? In Ländern wie Finnland, Norwegen, Dänemark, Schweden ist die Einkommensungleichheit relativ gering, also Gini-Koeffizient von 0,2. In Ländern wie dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten oder Italien ist die Einkommensungleichheit relativ hoch, also ein Gini-Koeffizient oberhalb von 0,3. Und da können wir jetzt einen sehr starken Zusammenhang zur sozialen Mobilität sehen. Je höher die Ungleichheit, desto geringer ist die soziale Mobilität. Das ist das, was die Great Gatsby-Kurve aussagt. Je höher die Ungleichheit ist, desto schwieriger ist es, aus eigener Leistung aufzusteigen und desto mehr bestimmt das Einkommen der Eltern den eigenen Erfolg, den man später ökonomisch hat. Ja, das heißt ja im Grunde genommen, wenn ich jetzt zum Beispiel über den American Dream rede, in den USA haben wir eine schon eh große Einkommensungleichheit und gleichzeitig ist diese Mobilität ja auch noch niedrig, bedeutet eigentlich ist diese Story vom Tellerwäscher zum Millionär ja nicht wirklich passend für die USA, oder? Nee, eher für Finnland oder Norwegen, wenn man es so nimmt. Genau, also die Skandinavier scheinen da einiges richtig zu machen in Sachen Gleichheit. Einmal ist natürlich die Ungleichheit eh relativ niedrig und gleichzeitig scheinen die Aufstiegsmöglichkeiten, die Chancengleichheit da sehr, sehr gut ausgeprägt zu sein. Was gibt es denn da vielleicht für Gründe für diese Ungleichheit? Also da führt Björn Lettner, von dem wir diese Great Gatsby-Kurve hier haben, der da eine Masterarbeit zugeschrieben hat, verschiedene mögliche Gründe an. Einer kann sein, dass reiche Leute eben mehr Geld haben, was sie für ihre Kinder ausgeben können, als arme Leute. Und da kommt in den letzten Jahrzehnten ein Problem verschärfend hinzu. Die Einkommen der Reichen sind wesentlich stärker gestiegen als die Einkommen der Armen. Für die USA gibt es folgende Zahlen. Die untersten 20% der Bevölkerung konnten dort
die Ausgaben für ihre Kinder zwischen 1983 und 2006 nur um 4% steigern. Die obersten 20% der Bevölkerung konnten in den USA die Ausgaben für ihre Kinder im gleichen Zeitraum um 57% steigern. Und auch so sind die Ausgaben für die Kinder bei den Reicheren für wesentlich höher als die Ärmeren und sie steigen aufgrund der ungleichen Verteilung der Einkommenssteigerung dort auch wesentlich stärker. Das dürfte zu einer Verschärfung dieses Zusammenhangs beitragen. Das heißt, es ist in Zukunft sehr wahrscheinlich, dass sich die Great Gatsby-Kurve weiter in diese Richtung verschieben wird, die wir hier sehen. Solange die Einkommensungleichheit steigt, wird die eigene Leistung immer weniger Einfluss auf den späteren Erfolg in der Gesellschaft haben. Er führt ja im Grunde genommen drei wichtige Punkte an und über den wichtigsten hast du jetzt ja im Grunde genommen schon gesprochen. Die Familie ist natürlich wichtig. Ja? Wie viel Geld hat die zur Verfügung? Wie viel kann sie monetär in die Kinder investieren? Vielleicht auch zeittechnisch in die Kinder investieren? Dann natürlich generell der Arbeitsmarkt. Aber was er auch nennt, ist natürlich politische Maßnahmen. Also fällt dir etwas ein, wie man da vielleicht über politische Maßnahmen das Ganze nicht eindämmen könnte? Ja, das Einfachste wäre, die Löhne erstmal entsprechend der Produktivität steigen zu lassen. Dann würde die Einkommensungleichheit nämlich erstmal überhaupt nicht mehr steigen. Wenn Kapital und Arbeit erstmal gleiche Anteile am Produktivitätsfortschritt bekommen, dann bleibt die Ungleichheit erstmal konstant. Und dazu gehört es natürlich auch, dass alle Lohngruppen entsprechend den Produktivitätsfortschritten am Wirtschaftswachstum beteiligt werden. Das haben wir ja gesehen, dass das in den letzten Jahrzehnten nicht so war, weil die Einkommen in den oberen Lohngruppen wesentlich stärker gestiegen sind als die in den unteren Lohngruppen. Das kann man in fast allen Industrieländern so beobachten. Ja, genau. Also in den vergangenen Jahrzehnten war es im Grunde genommen so, der einfache Arbeiter wird immer produktiver und hat nichts davon. Also das klingt auf jeden Fall nach einer guten Maßnahme. Und weil wir hier auf der Einkommensebene das Ganze betrachtet haben, würde man da auf jeden Fall schon mal einiges eindämmen können. Was ich vielleicht auch noch sagen würde, ist, was er auch noch anführt, ist das Thema Gesundheit. Also generell, dass eher ungesund lebende Familien das Ganze sozusagen auch auf ihre Kinder übertragen. Was natürlich auch ziemlich logisch ist. Gerade in den Anfangsjahren kann ich das Kind sagen, meine Eltern leben ungesund, ich möchte aber gesund leben und kaufe mir jetzt jeden Tag hier Salat und was weiß ich. Vielleicht könnte man ja auch über die Gesundheitspolitik da irgendetwas machen. Das wäre jetzt so mein Ansatz, dass man vielleicht da auch nochmal irgendwie ein bisschen was tun kann für die Kinder, dass sie einfach bessere Chancen haben, halt gesund zu leben, auch wenn die Eltern das nicht tun, weil das auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor natürlich ist für die kognitive Entwicklung, das Thema Gesundheit. Und über die Bildungspolitik. Wir hatten ja eben die starke Disparität der Ausgaben für die Kindererziehung angesprochen. Wenn jetzt der Staat davon einen Teil quasi ausgleichen würde, indem er allen die gleiche Bildung zur Verfügung stellt, dann würde das ja auch einen starken Einfluss diesbezüglich haben. Also in Schulen könnte man, also konkret es beispielsweise machen, dass der Weg zur Schule komplett kostenlos ist. Es ist ja so, dass man in höheren Klassenstufen selbst für die Tickets bezahlen muss oder dass Schulsachen kostenlos sind. Da muss man ja aktuell eine Leihgebühr bezahlen. Also das sind so Dinge, die man in Deutschland konkret ändern könnte, ohne jetzt eine große Reform machen zu müssen. Ja, auf jeden Fall. Also das natürlich neben der kognitiven Gesundheit, die natürlich durch die Ernährung und so weiter bestimmt wird, klar, auch die intellektuelle Reife, da braucht man einfach Geld für. Ich glaube, das ist logisch. Wenn man da auch einen Betreuer braucht oder Bücher braucht und da fehlt das Geld, dann kann man natürlich sich nicht so gut entwickeln wie die anderen. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Vielleicht noch eine Sache, die man durchaus ansprechen kann, ist, was ja auch in dem Text aufzeigt, dass immer weniger quasi typisch wird, dass ein Elternteil das Kind betreut, ne? Also dass beide Elternteile arbeiten gehen, das wird logischerweise immer mehr zu so einem typischen Familienmodell. Hat natürlich auch seine Vorteile für die Eltern. Man könnte aber darüber nachdenken, dass man vielleicht die Betreuung von dem Kind einfach ein bisschen besser bezahlt, weil das auch einen sehr positiven Effekt auf die Entwicklung von dem Kind hat. Und wenn man da jetzt sagt, okay, wenn jetzt sich ein Elternteil um das Kind kümmert, dass man das finanziell etwas besser unterstützt als aktuell, wäre das doch wahrscheinlich ein ganz guter Anreiz. Oder was sagst du dazu? Ja, das ist definitiv eine gute Idee. Oder den Eltern, wenn sie sich ums Kind kümmern, den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern. Es gibt ja in Deutschland schon länger Diskussionen über das Rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle, was es bisher nicht gibt, was man aber politisch einführen könnte.
Also das wäre eine Maßnahme, wie man es Eltern, die sich um ihre Kinder gekümmert haben, längere Zeit wieder ermöglichen könnten, dann später wieder ins Arbeitsleben normal durchstarten zu können und nicht Einkommenseinbußen hinzunehmen, die sie dann für lange Zeit tragen müssen, sondern nur Einkommenseinbußen für die Zeit der Kindererziehung. Ja, also ich hätte jetzt mit meinen Themen durch. Hast du noch was zu sagen? Nee, um jetzt mal von dieser Masterarbeit von Björn Lettner, die wir euch auch verlinken werden und empfehlen möchten, wegzukommen, gibt es noch eine interessante Statistik für Deutschland, die aus dem Jahre 2019 ist und vom IFO-Institut stammt. Laut dieser ist es für Haushaltseinkommen, also bei einem Haushaltseinkommen der Eltern unter 2.600 Euro, die Chance für die Kinder auf einen Gymnasialbesuch weniger als rund viermal geringer als bei Eltern mit einem Einkommen über 5.500 Euro. Also bei der höheren Einkommensklasse über 5.500 Euro beträgt die Chance für den Gymnasialbesuch eines Kindes über 80%. Für die Chance für einen Gymnasialbesuch bei einem Einkommen von unter 2.600 Euro beträgt sie ja rund 21 bis 22%. Also nochmal, es macht den Gymnasialbesuch eines Kindes viermal wahrscheinlicher, dass das Einkommen der Eltern rund doppelt so hoch ist. Das sind aktuelle Zahlen für Deutschland, die zum Zeitpunkt, als diese Masterarbeit erstellt wurde, noch nicht zur Verfügung standen, die ich hier nur mal mitgeben möchte. Das Einkommen der Eltern ist also der absolut entscheidende Faktor dafür, welchen Bildungserfolg Kinder später haben werden. Und das bestätigt einmal mehr diesen Zusammenhang, den wir hier in der Great Gatsby-Kurve schon erklärt haben. Das Einkommen der Kinder hängt ganz stark von ihrem eigenen Bildungsabschluss ab und dieser hängt ganz stark vom Einkommen der Eltern ab, womit sich der Kreis schließt. Die Einkommensungleichheit determiniert die soziale Mobilität. Je höher die Einkommensungleichheit, desto geringer ist die soziale Mobilität. Und das kann man auch unter dem Aspekt der Leistungsgerechtigkeit mal ansprechen. Es hat ja nichts mit der eigenen Leistung zu tun, wie hoch das Einkommen der Eltern ist. Das heißt, je geringer die Ungleichheit ist, desto eher wird in einer Gesellschaft Leistungsgerechtigkeit verwirklicht, um jetzt mal dieses, ja, liberale Prinzip hier hochzuhalten. Ich meine, es ist ja gut, wenn in einer Gesellschaft eigene Leistung belohnt wird, aber das ist mit höherer Ungleichheit eben nicht der Fall. Wenn also FDP-Politiker mal wieder was davon schwafeln, dass man etwas für die Leistungsträger tun müsste, dann bedeutet das in erster Linie, die Ungleichheit zu verringern. Wenn die Ungleichheit höher ist, dann wird eigene Leistung nicht so sehr honoriert, wie wenn sie geringer ist. Ja, gut, dass du das auf jeden Fall noch mit reingenommen hast. Das ist natürlich sehr interessant, auch sich die Zahlen mal für Deutschland anzuschauen. Zwar sah Deutschland jetzt im internationalen Vergleich ja eher mittelmäßig aus, aber die Zahlen sind ja schon erschreckend. Hier könnte man natürlich darüber nachdenken, klar, das Kindergeld gerade bei den niedrigen Einkommen progressiv zu gestalten, also dass es dann höher ausfällt, einfach um die Chancengleichheit zu vergrößern. Es ist klar, dass Produktivitätssteigerungen sind dann am größten, wenn auf jeder Position in der Gesellschaft die beste Person ist. Und das versauen wir uns natürlich, wenn die Einkommen so stark, also ein so starker Indikator dafür sind, ja, ob man ums Gymnasium gehen kann oder nicht. So, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören in dieser Folge und wünschen euch viel Spaß. Und bald wird wahrscheinlich eine nächste kommen. Ciao.